So, willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ich habe die gute Frau noch aussprechen lassen von der Station. Da ist sie schon wieder. Landeplatz 19, wieder auf dem kleinen Account, nenne ich den jetzt einfach mal, unterwegs. Und zwar machen wir noch ein paar Missionen einfach, um ja erstens an Geld zu kommen, aber auch vor allem ein bisschen den Rang zu steigern. Ich habe das fast fertig, das Video für die Föderation und Imperium, für die Rangaufstiege, aber ich brauche halt selber noch dafür eine Rangaufstiegsmission, um das zu zeigen. 40% sind wir aktuell im Rang. Ich dachte mir vorhin, da bin ich so ein bisschen rumgelockt, ich könnte ja ein paar Spendenmissionen machen. Dann dachte ich, nee, ich bin auf dem falschen Account dafür. Habe ich halt einfach kein Geld, um das machen zu können. Und eventuell, wenn es mal bloß so eine 20.000er ist, oder 25 oder 30, 40.000er von mir aus auch noch, könnte man das machen. Aber egal. So, ich habe jetzt hier mal eine kleine abgegeben. Das war eine kleine Liefermission bloß. Und die hat direkt mal 8% gebracht. Das ist natürlich geil. Nach Opala, Kriegswaffen. Na, hallo. Es geht wohl los. Kriegswaffen für Opala. Ne, weiter geht's. Ich habe nämlich noch andere schon angenommen. Deswegen können wir gleich ein bisschen rumfliegen. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht gleich wieder so weit fliegen wie eben. Da waren es ja knapp 1.500 Lichtsekunden bis zur Station. So, und da geht's los und weiter geht's. Ja, einfach noch so ein bisschen Geld verdienen. Und ich habe mich jetzt so gut wie, das klingt auch doof, ne? Jedenfalls, entschuldigt, lokale Störung, ich weiß gerade nicht, was ich erzählen wollte. Für die Diamondback Explorer erstmal entschieden. So, jetzt habe ich's. Tja, tut mir leid, ich spiele das Spiel erst seit einer knappen Stunde, da habe ich noch nicht alles im Kopf. Nee, entschuldigt, für die Diamondback Explorer entschieden. Genau, die kostet ja 1,9 Millionen, gibt es auch in Aulen zu kaufen. Und die wird es dann als nächstes Schiff erstmal werden, weil wir mit der auch ein bisschen was anstellen können, auch sprungtechnisch, vielleicht auch schon mal zum Ingenieur und so weiter, da ein bisschen was optimieren können und mit der dann einfach versuchen, so ein bisschen Geld zu, noch an Geld ranzukommen. Mal schauen, aber ich denke mal, ich hatte die mir ja schon mal ausgestattet als Explorer-Schiff. Das werden wir natürlich nicht direkt machen, denn dafür bräuchten wir knapp 12 Millionen Credits. Aber ich denke, wenn wir so um die 3 und 4 Millionen jetzt noch uns zusammenpacken können, dann würde ich die kaufen. Dann können wir die wenigstens ein bisschen schon mal ausstatten, einen besseren Frameshift-Antrieb rein und so weiter. Und dann einfach damit weiter fortfahren. Und ich glaube, ich werde es letztendlich so machen, dass wir uns trotzdem bis zu Anaconda vorarbeiten und ich einfach beide Schiffe dann habe. Erstens die Diamondback Explorer als kleines, schönes, wendiges Schiff. Vielleicht eher für innerhalb der Blase mal so ein paar Sachen abfliegen und dann halt die Anaconda für andere Geschichten einfach nutzen. Es ist nicht immer bloß eine Frage, ob es Sinn macht, auf die Anaconda zu sparen, weil im Prinzip du mit der Diamondback Explorer oder auch mit anderen deutlich günstigeren Schiffen im Vergleich zu Anaconda auch schon Richtung Exploren so eigentlich alles machen könntest. Aber da kommt immer noch das eigene Gefühl dazu, was man halt selber beim Spielen hat, gerade wenn man zum ersten Mal in dieser fetten, geilen Anaconda sitzt. Es ist einfach vom Gefühl her noch was anderes, ne? Entweder man ist halt mit so einer kleinen, mit so einem kleinen Schuhkarton, wie es der ein oder andere schon immer mal genannt hat, unterwegs und fliegt halt damit in die Weiten des Weltalls. Aber vom Gefühl her hätte ich persönlich dann doch eher Bock drauf, so ein großes, dickes Schiff als Riesenkreuzer praktisch unter meinen Füßen zu haben und mit dem halt dann deutlich weiter draußen unterwegs zu sein. Das ist bloß so eine eigene Gefühlssache. Aber sowas habe ich zum Beispiel öfter schon immer mal gelesen. Nicht bloß unter den Kommentaren, sondern auch viel im Forum. Und
Die ASP Explorer war dahingehend so ein gutes Mittelstück. Also, ja, einfach, einfach genau dazwischen, zwischen den beiden, zwischen Diamondback Explorer und Anaconda, zumindest also rein subjektiv für mich. Nicht so klein wie die Diamondback, bei Weitem nicht so groß wie die Anaconda, aber halt, ja, schön kompakt, ließ sich immer noch sehr, oder lässt sich sehr, sehr gut fliegen und auch landen und allem drum und dran, hat schön viele Plätze, in die man da noch einiges reinbauen kann, was halt wiederum leider nicht bei der Diamondback Explorer geht, aber dafür umso besser dann nochmal bei der Anaconda, denn die hat schon unverschämt, fast unverschämt viele optionale Modulplätze. Ja, also ich denke, es wird auf beides hinauslaufen, aber bis zu Anaconda dauert es natürlich noch eine ganze Weile. Aber wenn wir hier jetzt 8% pro Auftrag bekommen, das ist ja bloß eine mittlere Rufverbesserung, ist das gar nicht so verkehrt. Ich habe dann noch eine andere Aufgabe, die können wir dann auch direkt noch abheben. Und wir schauen direkt mal hier im Sternhafen, ob wir nicht hier dann zurück nach Aulen noch was mitnehmen können, denn dort ist derzeit die aktuelle Heimat von uns. Halt, stopp. Aber ich vermute mal, dass ich trotzdem, wenn wir die, ja, erzähle ich gleich, wir geben erstmal kurz hier alles ab und mal ein bisschen auftanken. Ich habe immer noch kein Treibstoffmodul drin. Kein Treibstoffsammler. Baue ich mir ins nächste Schiff. Hier jetzt noch nicht. So, wunderbar. Da gab es wieder ein kleines bisschen Geld. Ah, oh, plus 7%. Na gut, es sind wohl irgendwas um die 7%. So. Hier wäre halt eine Spendenmission, 125.000 ist ein bisschen zu happig. Hier kann ich nichts mitnehmen. Es führt auch keine Mission nach Aulen. Gut, dann hat sich die Geschichte hier schon erledigt. Und wir fliegen, nein, nicht in die Systemkarte. Galaxiekarte bitte. Denn hier oben bei Rakapila wieder, bei dieser Säufergruppe. Ah, guck mal, sogar auf dem Außenposten, sehr schön. Da müssen wir auch noch hin. Ja, was ich gerade meinte. Trotzdem wir dann die Diamondback Explorer als nächstes uns kaufen werden, kommt zwischen der und der Anaconda letztendlich dann wahrscheinlich doch noch das ein oder andere Schiff zum Einsatz, mit dem ich vielleicht ein bisschen handeln werde oder einfach so ein bisschen Geld machen möchte. Aber da bin ich mir noch, keine Ahnung, mal schauen. Oder vielleicht auch die Vulture und damit ein bisschen kämpfen, hätte ich auch Bock drauf, könnte man auch machen. Irgendwie kriegen wir schon das Geld zusammen, wie auch immer. Ich möchte eigentlich dieses ganz stupide vermeiden, wie ich das damals gemacht hatte. Da habe ich ja sehr, sehr viel gehandelt und am Anfang halt bis zu Anaconda immer wieder das nächstgrößere Schiff genommen, was sich dann gelohnt hat, was dann auch deutlich mehr Frachtraum hatte. Aber das war für mich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht langweilig. Ich fand das trotzdem sehr, sehr geil, auch wenn ich am Tag, weiß ich nicht, 30 mal, 20 oder 30 mal dieselbe Route geflogen bin, war es trotzdem fantastisch für mich. Und zwar sehr stupide, klar, aber am Anfang war das noch alles ganz geil. Das möchte ich so ein bisschen vermeiden. Dann eher ein bisschen Bergbau, ein bisschen kämpfen, ein paar Oberflächenmissionen, irgendwelche anderen Missionen oder halt die ganzen Touristenbarken abfliegen durch die Passagiermissionen, die wir dann mit der Diamondback Explorer machen könnten zum Beispiel. Dass wir da einfach ein bisschen passagiertechnisch unterwegs sind. Ja, irgendwas lässt sich da schon finden. Wie gesagt, mir fehlt nicht mehr viel fürs Tutorial, für die Rangaufstiege. Aber ein bisschen noch. Und deswegen jetzt auch einfach so ein paar Missionen fliegen, dass ich hier auf die 100% komme. Denn ich will unbedingt, ich finde halt im Internet, hatte ich auch nachgeguckt, wenn ich ehrlich bin, kein aktuelles Bild, wo jemand mal, zumindest im Google-Bilder-Ordner, gibt es dort nichts, kein aktuelles Bild von irgendeiner Rangaufstiegsmission, was ich nehmen könnte. Und wenn es geht, noch auf Deutsch. Das ist alles noch aus älteren Zeiten oder älteren Spielversion, was ja mittlerweile auch so ein bisschen überholt ist. Deswegen, egal, mache ich das selber und wir brauchen so oder so, davon abgesehen, mit der Hauler. Walker Settlement. Ja, das hier wieder toll weit weg. Wir bekommen sogar, weiß nicht, hatten wir die jetzt schon abgegeben? Ja, hatten wir schon abgegeben. Die eine Mission hat uns nämlich direkt mal... Genau, ein paar oder einmal Hybridkondensatoren gegeben. Ach so, ich hatte ja immer mal erzählt, wenn ihr Sachen einsammelt, diese Geschichten zum Beispiel hier, also wenn ihr die selber per Frachtluke einsammelt, bekommt ihr ja immer dreimal pro Einsammeln. Bin ich zu schnell? Nee.
Bei Missionsbelohnung ist das nicht so. Wenn da steht, einmal Hybridkondensatoren, dann sind das nicht drei, dann ist das auch nur einmal. Das wollte ich mal noch erzählen, das hatte ich immer mal wieder vergessen. Ja, so viel dazu. Ja, viel ist noch nicht drin, aber selbst Gitterwiderstände haben wir schon mal bekommen. Dreimal gebogene Legierung. Und... Hä? Ach, ich wollte gerade sagen, wir hatten doch schon Elemente dabei. Die hatte ich doch schon mal alle eingesammelt. Oder ein paar zumindest. Na gut, hier hatten wir auch schon Sachen gefunden. Jo, das passt ja perfekt. Genau im richtigen Moment zurückgeschaut, um die Geschwindigkeit zu drosseln. Ja gut, bei Außenposten, wie gesagt, vollkommen egal, wie er die anfliegt. Bei größeren Stationen, die ja meistens relativ nah an einem Planeten dort im Orbit halt kreisen. Oh, jetzt bin ich doch zu schnell geworden. Die dann immer eher aus Richtung des Planeten anfliegen. Mittlerweile ist es ja kein Problem mehr, da sieht man links unten dann auch den Eingang direkt aus dem Supercruise schon, da ja mittlerweile links vom Radar dieses Hologramm von der Station, das ist ja beweglich, so wie ich es halt anfliege, steht es dann auch vor mir. Das war vor 2.3, ach Quatsch, wir haben ja erst 2.3, vor 2.2 glaube ich, war das, also ich glaube mit 2.2 kam das dazu, dass man halt schon im Supercruise sehen konnte, wie man eine Station anfliegt. Das gab es vorher nicht. Da war das Gebilde links unten dort starr, das hat sich nicht bewegt. Und da musste man dann immer selber so ein bisschen raten, von wo man am besten in den Briefschlitz reinfliegen kann. Und das war dann so gut wie immer mit ein paar Grad oder ja mit ein paar Grad immer mal Abweichung aus Richtung des Planeten. Also in dem Fall, wenn das jetzt hier vor uns zum Beispiel mal eine große Station wäre, würde ich voll von hinten auf die Station draufliegen. Beim Außenposten, wie gesagt, vollkommen egal. So. Bekomme ich eine Landerlaubnis? Ja. Mal schauen, ob uns dann die eine oder andere Fraktion ein bisschen mehr Vertrauen schenkt innerhalb von Aulin. Denn da waren wir immer noch unter der Hälfte angesiedelt. Könnte aber sein, dass wir durch die Aufgaben jetzt zumindest da schon mal einen kleinen Sprung gemacht haben. Aber das sehen wir erst, wenn wir gleich wieder zurückfliegen. So. Bisschen... Was? Oh. Das, huch. Ja, ja, ich hab's gerafft. Irgendwie war das nicht mein Landeplatz. Wo sind die zwei? Da. Das war Landeplatz 1. Ich habe das durchs Quatschen gerade überhaupt nicht gesehen. So, und hier muss ich mich einmal drehen. Ja, in dem Fall komme ich von der verkehrten Seite rum ran. Ich hatte das noch nicht gezeigt, aber immer mal erklärt, wenn man verkehrt rum Landepad anfliegt, könnt ihr warten, bis ihr schwarz werdet. Ihr kommt einfach nicht aufs Landepad. Da einfach das Raumschiff dann einmal drehen. Ich mache das gern so. Wunderbar. Auch das war bloß eine kleine Datenliefermission. Wunderbar. Ach, schade, die haben 4 Kurieraufträge, ne? Aber keines Richtung Aulin. Hier für die Föderation 25.000 Spenden. Das mache ich jetzt mal. Ist zwar keine Aulin-eigene Fraktion. 60% sind wir, gab gerade plus 5%. Oh. Mal gucken, ich spende mal 25.000. Huch, ich habe jetzt. Scheiße. Ach doch. Okay, ja, ich dachte gerade, okay, vergesst es. Genau, so, jetzt haben wir die gespendet. 8%. Mhm. 450.000 Spenden? Nein. So dicke haben wir es dann doch nicht. Gibt es hier vielleicht irgendjemand? Hätte ich vorhin auch mal schauen können. Nach Tilian. Nee. Okay, lasst uns zurück nach Aulin. So, hatte ich ja mal als Lesezeichen gespeichert.
Guck mal. Die vertraut uns schon mal mehr. Die Alden Republic Party Fraktion hat sich auf akzeptiert verbessert. Das heißt, wir sind da schon ein bisschen höher jetzt angesehen und bekommen vielleicht die eine oder andere bessere Aufgabe. Mal schauen. Ja, auf jeden Fall ganz cool. 68%. Ja. 28% gemacht heute. Geht ja auch sehr schnell. Später zum Beispiel von Rang 11 auf 12. Sprich, wenn man bei der Föderation die Korvette dann kaufen könnte oder beim Imperium dann die Cutter. Das sind immer die 12. Ränge. Da bringt eine Aufgabe, die so eine große Verbesserung bringt, wie gerade die Spendenmission, die bringt jetzt hier 8%, die bringt dort allerhöchstens 1%. Also, ich habe das damals über fast komplett über Spendenmissionen gemacht. Ich glaube, ich habe 80 Millionen oder so gespendet, um den 12. Rang da zu erreichen. Pro Fraktion habe ich ja zweimal gemacht. Und ich glaube, nicht mal 1% kommt da zusammen. Also das dauert schon wirklich lange. Kann sein, dass das mittlerweile ein bisschen angepasst wurde, dass es sich nicht so ewig zieht in den letzten Rängen, aber ich glaube schon. Also man wird da schon eine ganze Weile zu knappern dran haben. Na, ist doch fein. Haben wir 3 Aufgaben abgegeben, plus die Spendenmission noch. Ich habe übrigens mitbekommen, zumindest ich habe seit 2 Tagen eine neue Maus und eine neue Tastatur. Zumindest ich glaube, die Maus hört man jetzt mehr. Ist natürlich nicht ganz so geil, aber die Maus ist ganz geil. Ich hatte vorher immer noch so eine, ja, das war eher eine No-Name, aber war jetzt auch nicht die billigste. Hatte trotzdem irgendwie noch 2 Tasten mehr dran. Aber ich hatte da immer... Also die sprang immer mal willkürlich irgendwie von links nach rechts oder in irgendeine andere Ecke des Bildschirms, wo ich halt gerade nicht hin wollte. Das war nicht so toll. Bei dem Spiel hier nicht ganz so wild, weil es da erstmal dauert, bis sich da das Schiff bewegt. Da hat man das immer nicht mitbekommen. Aber bei anderen Spielen zum Beispiel, wo ich irgendwie schießen muss oder so, da ist es nicht so toll gewesen, wenn es dann immer mal irgendwie verzogen hat. Jedenfalls hatte ich die jetzt mal ausgetauscht gegen so eine Logitech G502, ist das? Die macht echt keinen schlechten Eindruck, muss ich sagen. Aber ich glaube, das Klicken hört man mehr. Zumindest, wenn ich gerade nichts sage. So, diesmal den richtigen Landeplatz auswählen. Ah, schade. Ja, doch, hat gereicht. Das versuche ich manchmal. So mit einem Schwung aus Landepad. Ohne da das Cockpit hier vorne in die Gebäude rein zu donnern. So, wie sieht's denn aus? Gibt's was Neues? Vielleicht eine kleine Spendenmission? So, genau. Bei denen hier sind wir jetzt akzeptiert. Nee, immer noch neutral. Hä? Das waren doch die, oder? Naja, wie dem auch sei. Die haben zwar 2 Aufträge... Oh, jemanden ausschalten? Nee. Das wird leider nichts. Oh, hier ab herzlich. 6 Einheiten irgendwo hinliefern. Okay, nicht tödliche Waffen. Was sind denn nicht tödliche Waffen? Gummigeschosse? Taser? 142.000, das wäre ganz geil. Ah, oh, die haben gerade aktuell überhaupt keine Mission für uns. Zumindest nicht die imperialen Fraktionen. Die föderalen Fraktionen, entschuldigt. Irgendein Passagier irgendwo hin? Ja, hier. Ui, das ist nicht schlecht. Wo will der hin? LHS 450? 700.000. Das könnten wir mal machen. Ach so, jetzt habe ich nicht ganz hingeschaut. Ist da jemand an? Ach gut, Passagiermerkmale sind nicht besonders hoch. Da ist jetzt kein
Okay, nichts dabei, was irgendwie den Flug stark beeinträchtigen könnte. Okay, bei dem auch nicht. Ja, geil. Dann geht's direkt weiter und liefern wir die anderen noch ab. Ich hoffe, wir müssen innerhalb der Systeme nicht ganz so weit fliegen. Jetzt habe ich echt dummerweise, ich glaube, die erste Mission ja, aber war jetzt die zweite, die ich noch angenommen habe, auch für die Föderation? Wie doof. Das ist ja wieder mal typisch. Ich habe da jetzt nicht hingeschaut. Ich habe es vorher noch gepredigt. Dafür booste ich aus dem Briefschlitz raus. Naja, was soll's. Ja, die Hauler, die werden wir dann wirklich bald mal. Vielleicht schon im nächsten Video, wenn ich da nach der Folge noch ein bisschen was mache, dass wir die dann schon haben, die Diamondback Explorer, oder dann kaufen und zusammen irgendwo leicht ausrüsten. Ich denke mal, so werde ich es machen. Noch ein bisschen Geld zusammen sammeln durch ein paar Missionen. Der Ruf bei der Föderation ist auch gerade mal bei 1%. Ey, wie erbärmlich. Es dauert schon ein bisschen, ne, bis man sich da so hocharbeitet, so nach und nach. Sind wir schon. Nee, ach so, wir müssen nochmal springen. Okay. Hab gedacht, wir können noch mit einem Sprung hin. Okay, wir haben bloß 14 Lichtjahre Sprungreichweite voll beladen. Okay, dann ist es kein Wunder. Ich dachte, wir hatten ein bisschen mehr Sprungreichweite. Ach, ah, okay. Ja, durch die Passagierkabine hat sich das drastisch reduziert von, ich glaube, wir hatten vorher 22,8, 22,5 irgendwie so. Und jetzt nur noch 17,4 maximal. Das ist durch die den Passagierkabinen zuzuschulden. So, sind wir aber heute schon ganz schön rumgekommen, ne? Das ist jetzt das dritte, vierte System, in dem wir was machen. Gernhardt Camp. Und danach nochmal. Und auch bei den beiden gibt es zumindest immerhin eine große Rohverbesserung. Kann ich hier nochmal sehen, wer mir den Auftrag gegeben hat? Nee, ne? Sehe ich erst wieder, wenn ich es abgegeben habe. Aber dann sehe ich ja auch, ob sich da am Ruf rechts was getan hat oder nicht. Egal, eine von beiden bringt auf jeden Fall einen Ruf für die Föderation und allerdings bringen beide auf alle Fälle ein bisschen Geld, nämlich über 300.000, und dann würden wir auf, naja, knapp 2,5 Millionen schon kommen. Nicht wundern, dass ich nicht gerade drauf zufliege, ich will bloß die Station ein bisschen zurechtdrehen. Ich glaube eher von hier. Das war am Anfang ein übelstes Problem für mich, den Briefschlitz zu finden, wenn ich verkehrt an eine Station, meistens am Anfang auch von hinten rangeflogen bin. Ich bin da teilweise drumherum gekreuzt, ohne zu wissen, wie ich da reinkomme. Gut, man hätte vielleicht darauf achten können, dass wenn man die Station ins Visier nimmt, dass dort Pfeile angezeigt werden, wo man hin muss. Wusste ich aber am Anfang alles gar nicht, dass ich mir da teilweise echt einen Wolf gesucht habe. Hat was, unsere kleine Hauler. Echt. Zack. Das ist sehr, sehr gut. Wunderschön von gerade reingekommen. Huch. Wo war ich denn? Ach so, hier drüben. Okay. Kann ich nochmal boosten bei 5 Kilometern. So.
Landeplatz 27, auch hier, das finde ich auch immer total genial, so rot beleuchtet. Das hat immer so ein bisschen was Bedrohliches. Super. Klappt heute gut. Mal schauen, ob wir das bei der nächsten Mission dann auch noch so hinkriegen. Und einmal Passagiere abkippen, bitte. Raus mit euch. Weg. Ja, das war für die Föderation super. Ui, 9%. Hallo. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Na gut, wir düsen weiter zur anderen Mission. LHS 450 war das, ne? Genau. Oh, noch schnell die Systemdaten kaufen. Das geht manchmal, wenn man noch in einer Station angedockt ist. Ach, Gott sei Dank. Ach, jetzt ist mir ganz kurzzeitig das Herz in die Hose gerutscht. Denn immer wenn das erscheint, könnte man denken, oh fuck, die ist hier irgendwie 50 oder 100 oder 300.000 Lichtsekunden entfernt. Nein, in dem Fall zwei sehr nah beieinander stehende Doppelsterne. Und deswegen ist auch die Station nicht weit weg. Ähnlicher Fall ist es in Tuluku, was ich immer mal schon erwähnt habe. Auch da ist Foden Orbital bloß irgendwas um die 80 Lichtsekunden entfernt, obwohl die Station ja, in der Planetenreihe beim zweiten Stern unten dann anzutreffen ist. So, auch da hat sich irgendwas auf akzeptiert verbessert. Sehr gut. Aibutes Democrats-Fraktion. So. Also die Grenze für den Frameshift-Antriebladen sind immer irgendwie so um die 5,5 mal 6 Kilometer Abstand zur Station, den man da aufbauen muss, damit man ins nächste System oder überhaupt in den Supergruß wechseln kann. Ist ja sogar plus ein Sprung. Das ist ja noch besser. Da haben wir heute echt guten Fortschritt gemacht. Geldtechnisch nicht ganz so, kommt es jetzt auch da mal nicht darauf an heute, sondern eher auf die Rufverbesserung und das hat wirklich gut funktioniert. Wenn jetzt die Aufgabe auch noch für die Föderation ist, dann bin ich sehr, sehr zufrieden. So, wo ist denn der andere Stern? Der müsste eigentlich da hinten sein, oder? Ich will bloß mal gucken, wo der... Habe ich was verpasst? Ich will wissen, wo der Stern ist. Ach, hinter mir. Der zweite Stern ist hinter mir? Hä? Wo ist denn der erste? Kann mir das jemand erklären? Das habe ich in all der Spielzeit so noch nicht erlebt. Eigentlich ist es ja so, dass man immer beim oberen Stern rauskommt. Nun ist es so, wir sind beim unteren Stern schon rausgekommen. Nie gesehen. Naja, eventuell. Warte mal. Man kommt ja immer beim massereichsten Objekt raus. Ja, okay. Tatsächlich. Der Stern hier unten hat eine größere Masse als der oben. Und in dem Fall kommt man halt dann einfach unten bei dem raus. Obwohl immer eigentlich auch das Objekt oben angezeigt wird, bei dem man rauskommt. Deswegen war ich jetzt so erstaunt und habe den anderen Stern gesucht, weil ich erst dachte, okay, die können ja bloß sehr nah beieinander sein. Krass, habe ich noch nie gesehen nach, weiß ich nicht, über 1.500 Spielstunden. Schön. Haben wir sogar nochmal zusammen was Neues rausgefunden. Kannte ich so noch nicht. Ha.
So, können wir wieder mit einem geschickten Anflugmanöver in die Station brettern. Wilson Relay. Die ist echt ein bisschen putzig, die Hauler. Selbst der Boost hält wirklich nicht lange an, die geht. Oder zumindest dadurch, dass sie so eine geringe Grundfluggeschwindigkeit hat und der Boost macht dann nicht so viel aus. Und bremst sie halt auch echt schnell wieder ab. Denkt dran, Leute, bloß mit 100 Sachen in den Sternhafen fliegen, sonst könnte es eine Strafe geben, wenn er jemanden berührt. Ich finde ja, die sollten so einen Blitzer einbauen, dass du immer eine Strafe kriegst im Briefschlitz, wenn du mehr als 100 Sachen dort rein donnerst. Ich weiß, bin jetzt kein gutes Vorbild unbedingt, aber ist mir egal. Da bin ich Rebell. Gab's nämlich früher nicht, da konntest du rein düsen in die Station, wie du wolltest. Das wurde erst irgendwann später mal eingefügt mit den 100 Metern pro Sekunde. So, wie sieht's denn aus? Hatten wir noch mal Glück, dass das auch eine föderale Mission war? Jo. Oh, guck mal hier. Sind wir dann doch schön auf herzlich aufgestiegen. 86%, das ist natürlich super. Boah, 600.000. Geht halt nichts zurück, aber die... Alter, ey, das wäre wirklich super. Das ist aber ein bisschen weit weg von Aulin. Und ich habe dafür auch keine Kartendaten. 30 Lichtjahre, das wären 1, 2, 3 Sprünge. Ey, für so viel Kohle. Die mache ich auf alle Fälle noch. Und dann verabschiede ich mich für heute. Ich will die unbedingt heute noch hochladen. Deswegen, wenn ich jetzt nochmal die andere Mission mit reinnehme, werden nochmal 10, 15 Minuten weg plus Landeanflug auf dem Planeten. Das dauert immer ein bisschen. Wir haben trotzdem eine ganze Menge heute gemacht. Viele Aufgaben, viele Prozentpunkte für den Rangfortschritt und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Abend und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.